Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Wie ihr seht, ich bin schon kräftig am Latschen. Oh, wer ist das? Das ist das Licht. Ich grüße Sie. Wo könnte... Wir wissen, was hier zu tun ist. Wir haben das erwartet. Soll ich da hin? Oh, tatsächlich. Komme ich da einfach runter? Oh ne, deswegen auch hoch. Geh wieder hoch, bitte. Warte, was war das? So abgelegen und doch so schön. Das war's? Alter, schaut euch mal was von Life is Strange ab, Mann. In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren. Begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Als die Stadt Qutash fiel, mussten die Einwohner ohne den Propheten zurechtkommen. Die Mongolen haben angegriffen? Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Wir könnten Hilfe brauchen, falls sie deshalb hier sind. Jetzt soll ein bisschen du. Jacob hat schon lange keine Fremden mehr hergebracht. Der Sturm hat eine Überschwemmung verursacht, hat ein paar Wachtürme umgerissen. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Ja, klar. Ich versuch's. Danke. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Hab ich doch schon alles. Das reicht nicht. Wir müssen improvisieren. Reicht das? Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssten Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Okay. Warte, zu dem da? Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass Sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können Sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Ich bin doch schon dabei. Warte. Naja, verdammt. So, dann klettern wir halt da hoch. Nein, warte, das ist das für die Wölfe. Hä? Bin ich jetzt doof? Der ist da hinten. Ja, sag das doch gleich. Ist es der da? Nee. Hä? Oh. Der Jacob? Nee, ist der Wurzelsepp. Falsche Richtung, wir wollen noch nicht anfangen. Noch ein Stück weiter.
Ida. Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen? Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die Dinger erledigt sind. Kartografieren mit Drohnen das Tal, was zur Hölle? Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Wo die denn überall ihre Tagebücher hinlegen. Hä? Na, warte, da oben fliegt da so ein Ding rum. Hey, der ist ja nochmal eins. Na, Mist. Einer fehlt noch. Da hinten. Oder? Oh ja, es bewegt sich. Dann ist das die letzte Drohne. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Da oben schwebt sie rum. Na komm her, kleines Drohnenvögelchen. Boah, ist das ein Lux? Bam. Kehren Sie zu Verbliebenen zu. Ich glaube, ich habe alle erwischt. Das haben sie. Vielleicht schicken sie mehr, aber wenigstens bremsen wir die Schweine aus. Vielen Dank für die Hilfe. Alter Hornbogen. Alternative Waffen. In jeder Waffe hat einen einzigen Vor- und Nachteil. Ja, okay, weiß ich doch. Schauen wir mal, was hast du hier drin so? Pfeile, Karte. Dafür klaue ich jetzt deine Pfeile. So, ich muss aber immer noch da runter. Ah, okay. Was zur Hölle? Hier ist alles voller Eis. Hier ist doch auch wieder irgendwas versteckt. Warte, ist das der? Aha. Jetzt können wir wieder komplett zurücklatschen, stimmt's? Ja. Super. Wollten wir schon immer. Warte, komme ich da rein?
exotisches Tier in der Nähe? Wow. Schweinchen. Oh fuck. Armes Schweinchen. Grunz, grunz, armes Schweinchen. Oh, da ist eine Höhle. Und rein da. Okay, nichts Besonderes. Aber da waren wieder so Gebüsche, so Büsche, also. Wahrscheinlich geht's eher wieder Richtung Wolfshöhle. Hä? Ach Gott. Und weg damit. So, jetzt müssen wir nochmal auflatschen und das war's dann, glaube ich, auch schon, oder? Dann können wir eigentlich die Hauptmission weiter starten. Oh, warte, was hast du noch? Schneide alle Kaninchen los. Ups, egal. So, da haben wir noch eine Kiste. Oh, halt, ich muss ja. Ja, scheiße. Zack. Gewehr freigeschaltet. Hatte ich das nicht schon? Hä? Okay, hier ist es auch nichts Besonderes. Hä? Kannst du dich jetzt wohl da oben einfach festhalten? Jetzt wieder rauf oder bin. Oh! Eine Höhle. Knicklicht an. Oh verdammt. Ah. Oh, das ist doch ein Witz. Überall, wo es die kommt, ist ein Bär drin. Auch wenn hier scheinbar wirklich einfach nur ein Bär drin ist. Armer Bär. Aber hey, komm, er ist groß und fett und aggressiv, also. Wir mussten ihn beruhigen. Auf die eine oder auf die andere Art. Aber verdammte Scheiße, wir kommen immer noch nicht da hoch. Was? Jetzt kommen sie. Okay.
Rechts konnte sie sich nicht festhalten, aber links an der kleinen Stufe. Alles klar. Das reicht nicht. Wir müssen improvisieren. Es muss noch mehr geben. Schickt jemanden auf die Suche. Was denn genau? Alle gehen für... Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er. Dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Wir sollten auf den Turm klettern, dann haben sie einen besseren Blick über das Tal. Was denn genau? Alle gehen für die Vorbereitung nach unten ins Dorf. Ich sag dir, du musst das erste improvisieren. Die, die durch das Tal brummen, haben viele Vögel verscheucht. Aber unten am Wasser gibt es noch Möwen. Okay, dann hätte ich gesagt, starten wir jetzt noch den Krieg. Ich meine, genug Schuss für unser Gewehr haben wir. Wo geht's denn jetzt da schon wieder hin? Keine Ahnung. Warte, ist da unten was? Nee. Oh Mann. Warte, Bären. Holz ist auch voll. Sie werden wahrscheinlich aus der Luft kommen. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die, die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus 100 Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Ja! Verstanden! Gut. Geht jetzt. Möge der Prophet mit euch sein. Wenn der Prophet... Das ist mir jetzt vorhin so gekommen, wenn der Prophet... Oh, hallo. Warte, kann ich mit dir reden? Ja, tatsächlich. Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß, du hast zu tun. Trinity wird bald hier sein. Es gibt noch viel zu tun. Aber ich möchte helfen. Lass mich zeigen, dass ich auf eurer Seite bin. Tut mir leid. Das ist keine leichte Zeit für uns. Ich sehe, dass du es gut meinst, aber guter Wille allein reicht hier nicht zum Überleben. Wir gehen die Federn aus. Du machst immer noch 4 an einem Pfeil. Ich auch mit 3. Was? Gleichmäßig und in Freundschaft verteilt? Das sieht nicht richtig aus. Keine Sorge, Regen. Wir brauchen mehr Pfeile, keine hübscheren. So viele wie möglich. Hallo. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Ach, das sind Wetzsteine, oder was? Ich hoffe, Sie können mit dem Bogen umgehen. Du hättest die letzten sehen sollen. Hm. Gar nicht mehr ausgeklickt. Selbst wenn nicht. Der Gestank allein müsste reichen, um sie zu vertreiben. Na super, das war jetzt im Prinzip bloß so eine kleine Vorstellungsrunde. Trinitys Anwesenheit. Die Leute, die darunter leiden. Das ist meine Schuld. Ich habe sie hergeführt. Wieder, oder? Andere Leute leiden wegen meiner Taten. Nein, nein. Denk nicht so, Lara. Sonst wirst du noch verrückt. Trinity hätte diesen Ort früher oder später sowieso gefunden. Zumindest habe ich die Chance, ihnen zu helfen, die göttliche Quelle zuerst zu bekommen und sie zum Wohle der Welt statt für mehr Schmerz und Leid einzusetzen. Ich muss mich konzentrieren. Für jeden, der gestorben ist. Jeden, den ich verloren habe. Einfach weitermachen. Genau, einfach weitermachen. Links sind seine Relikte, Dokumente, Molin drinnen. Ne, sogar durch solide Mauern hindurch. Krypto eingegangen werden. Cool.
Inventar. Ausrüstung. Ah, ne. Halt. Zurück. Wir haben noch etwas Neues bekommen. Gewachste Sehne, Achselbögen verletzen immer so sanft und schnell entspannen ermöglicht Anwendung bei allen Bögen. Auslöser erleichtert das Halten der gespannten Sehne und Anwendung bei allen Kombo. Wovon man wirklich mehr Zuspannung und Schaden. Zielgeschwindigkeit und Öster. So, was haben wir bei der da? Mehr Schaden. Und Rückstoßstabilität. Finde ich alles gut. Weiter geht's. Ach nee, die Folge ist ja auch schon wieder zu Ende. Warte, kann ich das Huhn einfach killen? Lara, ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist bald über das Tal verstreut. Wenn Sie das Signalfeuer entzünden, wissen Sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden Sie wissen, was zu tun ist. Ah, okay, das ist da oben. Ich grüße Sie. Sie sind keiner von den Eindringlingen. Was bringt Sie ins Tal? Zack. Unten über. Achso, ja, warte, ich wollte eigentlich die Folge beenden. Eieiei. Das mit dem Huhn hat mich jetzt komplett durcheinander gewirbelt. Also nochmal, ich bedanke mich euch fürs Zuschauen. Und ach komm, scheiß drauf, wir machen jetzt das dann noch einfach. Jetzt bin ich schon mittendrin. Da jetzt die Folge abzubrechen und eine neue anzufangen, wäre Schwachsinn. Und zack. Rechts, hopp, komm und spring! Alter! Mach halt die Feuer noch komplizierter weiter oben. Wie wär's mit Leitern oder so? Leitern sind halt ziemlich überbewertet. Jeder Idiot könnte eine Leiter bauen und hochsteigen. Was zur Hölle ist das? Ah, Ölflasche. Herstellung von Feuerpfeilen. Die Ölflasche ermöglicht das Herstellen von Feuerpfeilen. Ah, okay. Also wie der ganze scheiß Turm doch schon wieder halb mehr auseinanderfliegt. Kommen. Aha. Und Geronimo. So, und wenn ich mich hier runterschwinge, beende ich jetzt die Folge. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus.